Franziska! Hallo! Franziska! Wie weit seid ihr denn? Wir haben noch 400 Tonnen Eisenblech an Bord. Ja, dann beeilt euch mal. In zwei Stunden müsst ihr raus. Das schaffen wir nicht. Der Kran 1 ist ausgefallen wegen Motorschaden. Wo ist denn der Jakob? Der Partner. Na komm, mach zu. Ich brauche den Platz hier. Komm, fahr los. Mensch, heute ist wieder der Teufel los. Doch. Gut, dass du kommst. Ich brauche noch ein Autogramm fürs Eichpapier. Was, den Print unterschreiben, ohne nachzumessen? Na ja, musst du nicht so lange frühstücken. Wir sind schon seit zwei Stunden am Löschen. Von wegen Frühstücken. Moment, ich komme gleich. Ich bin heute an 8 Laderampen. Kein Schnittchen ist krass. Ja, unterschreib mal. 1160 Tonnen Feinbleche. Oder hast du Angst, ich bescheiß euch? Naja, weil du es bist, Jakob. Bei anderen kommt das nicht in Frage. Schon eine neue Order in Sicht? Ja, hab's nicht so eilig. Erstmal Post holen und dann zur PTG. Und Montag bringe ich unseren Nico aufs Schulschiff. 10 Wochen Berufsschule. Zu arbeiten. Mensch, der rutscht da immer. Quatsch doch nicht, willst du erst ein Loch im Kopf haben? Geh vor und hol dir einen Hut. Sei froh, dass ich der Opa nicht erwischt habe. Tanzt die? Ja, sehr, Mutti. Und sie drücken auch nicht, ne? Nö, gar nicht. Ach, komm mal. Rote Ampel? Muss man warten, bis es grün ist, ne? Eine ganze Menge diesmal. Ja, ich sehe schon. Finanzamt. Was ist das denn? PTG? Amtsärztliche Untersuchung. Andernfalls läuft Ihr Schiffsführerpatent zum Ende des Jahres aus. Die können sich nicht vorstellen, dass man mit 68 Jahren noch ein Schiff führen kann. Darauf geht mir gleich mal einen doppelten Job. Und einen schönen halben Liter. Jakob geht zum Doktor. Wenn du 65 bist, sind die da ganz stur. Ja, ich weiß. Nach dem Otto Kniefer, dem haben sie vor einem Jahr das Patent glatt entzogen. Der konnte ja mit 50 schon nicht mehr richtig sehen. Aber was soll's denn? Ich gehe ja auch hin.
Soll ich mal erst den anderen Stoß durchsehen? Lehmann? Erwin Lehmann? Ja, Herr Müller, der Olle Lehmann. Mann, wie geht's denn? Nicht mehr auf dem Taucherschiff? Nee, ich fahre erst mal eine Weile krank. Was Ernstes? Ach, wissen Sie, wenn man so 6 Jahre in eine Taucherglocke sitzt und die Rheinsohle glatt hobelt, da holt man sich schon mal was weg. In der Lunge. Hey, komm schon wieder hoch, das geht schon. Mach erst mal eine kleine Pause. Kommen Sie von der Reise? Wir löschen gerade im Südhafen Feinbleche aus Antwerpen. Apropos löschen. Wann geht's denn wieder los? Man muss mich erst mal drum kümmern. Wenn Sie mal wieder eine Reise haben, runter zum Seehäfen, wenn Sie da Matrosen brauchen, ich würde ganz gerne mal wieder ein bisschen frische Luft in die Röhre kriegen. Das ist aber nicht sauber genug, Junge. Die Ecken müssen ausgekehrt werden. Und wenn wir eine Order Getreide kriegen, sind die ersten 50 Tonnen verdreckt. Der Laderaum muss nach der Reise aussehen wie geleckt. Hey, seid ihr fertig da unten? Ihr müsst raus, sauber machen könnt ihr auch am Liegeplatz. Ja, ja, ich hab schon gehört. Kotzen in diese Drängelei. Wo liegen wir dann? An der Mühlenweide. Du hast wenigstens kein Liege. Los, komm. Dann verlierst du doch das volle Fahrwasser. Wieso, bei der Bergfahrt? Mensch, ich rede doch von den Talfahrern. Der Blecki, was machst du denn hier? Grün. Wieder auf dem Trockenen? Was? Ja, leider. Und Lorenzen, du hast auch eine neue Reise. Ja. Ja. Sieht nicht so gut aus, Freunde. Alte Fahnsmänner, wir sind Kummer gewöhnt. Muss mal wieder zu mir an Bord kommen, Blecki. Ich habe aus Amsterdam eine Kiste alten Geneva mitgebracht. Geschmuggelt, Alter, was? Nee, richtig verzollt, also ehrlich. Sag mal, kennt einer von euch Hennes Schöpf von MS Grüntal? Hennes Schöpf? Ja, bei der PTG kennen sie ihn auch nicht. Aber der muss hier im Hafen festgemacht haben. Da wird sich schon melden. Na, also dann tschüss, Freunde. Tschüss. Tschüss. Und mit den Geneva? Das ist ein Wort. Ist gemacht. Wer war denn das? Kennst du den nicht? Das war Blecki, unser Hafenkostor. Ja, ich heiße der Porzer. Sebastian Porzer. Aber wegen dem schwarzen Rock sagen wir alle hier im Hafen bloß Blecki zu ihm. Das ist ein prima Bursche. Wie der vor ein paar Jahren herkam, hat er uns alle erstmal unter den Tisch gesoffen. Ja. Da hatten wir gleich Respekt. Muss auch sein. Wer hier mit uns nicht ab und zu einen Schnaps trinkt, der hat gleich verschissen. Ja. Das war. Das Blecki! Hast selber noch kein Rolls-Royce? Kriege ich noch. Ein armer Gottesmann muss immer an Wunder glauben. Hab zwar bis jetzt noch nicht mal einen Führerschein. Willst du eine neue Order holen? Nee, erstmal die alte abrechnen. Macht die Familie. Na ja, an Bord alles gesund, Gott sei Dank. Nico muss munter auf Schulschiff. Und die Söhne, der Ernst baut in Köln, wo er das Geld hat, weiß der Deibel. Und Bruno immer noch auf Mannesmannschuber. Ja, Blecke, ich muss rein. Du, hör mal. Kennst du einen Hennes Schöpf auf MS Grüntal? Hennes Schöpf? Aus Neuwied? Na, weiß ich nicht. Nee, der ist ja auch tot. Und den Grüntal kenne ich nicht. Ja, der muss aber hier festgemacht haben, der hat für Sonntag ein Kindsdorfe bestellt. Du könntest dich auch mal wieder zur Messe sehen lassen, alter Freund. Jawohl, euer Merkwürden. Ja, dann bis bald. 750 Tonnen Brikett von Wesseling nach Heidelberg. Tarif 1, Leerfahrt wird bezahlt. Christina, Alsbach. Okay, Zuschlag. 750 Tonnen Brikett für Christina. Weiter. Tschüss. Tschüss, weiter. 1200 Tonnen Petrolkoks von Rheinstahl-Ruhrort nach Ludwigshafen. Na, Grünes? Nee, Petrolkoks fahre ich nicht. Gibt's Staubzulage? Muss ich erst nachfragen. Nee, Herr Färber, das könnt ihr mit mir nicht machen. Den kleinen Wasserzuschlag muss ich haben. Nee, Herr Wilde, das ist nicht drin. Tarif B ist inklusive Kleinwasserzuschlag. Mehr als 4.000 konnte man nicht rausholen. Und den Kredit für die Maschinenreparatur habt ihr auch gleich voll abgezogen. Das Geld hätte ich an Ihrer Stelle gar nicht mehr reingesteckt. Wir haben hier doch alle abgeraten. Warum hören Sie eigentlich nicht auf? Sie könnten doch vom Gewerbe eine ganz schöne Abwrackprämie einstecken. Mein Schiff verschrotten lassen? Nun hören Sie mir bloß auf damit. Was soll ich denn anfangen?
Mich in Wörthersdorf auf die Rentnerbank setzen und zusehen, wie die Mücken tanzen? Ja, ich weiß, Herr Wilde, ist ein schwerer Entschluss, aber werden Sie nicht bald 70? Ja, ja, halt es mir nur immer vor, bald 70. Aber hier oben im Kopf bin ich noch verdammt klar. Und wenn ich morgen, hier, von euch, amtsärztliche Untersuchung und meine körperliche Eignung zum Schiffsführer noch aushalte, morgen bin ich bei dem Kerl. Und wenn der mir einreden will, ich wäre schon klapprig, dann schlage ich denn die ganze Praxis zusammen. Aber lieber Herr Wilde, es geht doch nicht um Sie persönlich. Sie sehen doch selber, es wird immer schwerer. Wir betreuen hier an die 300 Partikuliere. Und was meinst du, wie viel Leerraum da draußen im Hafen liegt? Und nicht bloß bei uns. Auch an den großen Seehäfen, Rotterdam, Antwerpen. Zu Hunderten liegen sie da rum. Olle Schleppkähne und Motorschiffe. Verkommen und verrotten. Das ist moderne Technik. Der Güterumlauf ist ungeheuer viel schneller geworden. Großraumschiffe und Schubboote, die machen jetzt das Rennen. Und da kommt noch die Bundesbahn dazu mit ihren verdammten Billigtarifen und macht uns Konkurrenz. Ja, ja, die Bundesbahn. Und kommt dabei immer mehr in die roten Zahlen. Kostet den Staat Millionen an Subventionen. Und uns kleine Privatunternehmen, man, die wirkt man langsam ab. Aber was soll ich mich aufregen? Machen Sie die Abrechnung fertig. Sie wissen ja, Überweisung wie immer. Jetzt werden wir sehen, wie es in der Disposition aussieht. Na, schon am Packen, Nico? Mhm. Mensch, Junge, nimm nur nicht so viel Kram mit. Im Schulchef hast du eine ganz kleine Spinne. Nee, ist ja nicht viel. Na, die Affi hat auch noch ein Packen Wäsche für dich zurechtgelegt. Sag, was hast denn da eigentlich alles drin? Na komm, lass das bitte. Nackte Weiber, was? Mann, ganz schön scharf. Wo ist denn die her? Hat mir mal ein Schmelzer geschenkt, als wir in Straßburg lagen. Man braucht nicht rot zu werden, kleiner hat alle mal immer. Aber bist denn, du lässt den Scheißdreck hier oder schmeißt ihn weg. Auf dem Lehrgang haben die das nicht so gerne, wenn sie das finden. Gleich mitessen, Vater. Wir haben oben das Scheuerzeug stehen lassen, die Eimer. Ess doch erstmal, Nico. Wann hat die Knochen gebrochen? Ich esse nicht. Was ist denn los? Hast du schon gegessen, Vater? Ich muss morgen zum Arzt. Zum Arzt? Bist du krank? Hast du was, Vater? Ich muss morgen früh nüchtern sein. Der will mich röntgen. Blutabnahme und all so Mist. Wieso ein Röntgen? Weil ich über 65 bin und weil mein Patent sonst ausläuft. Ich habe gerade telefoniert. Mit wem? Mit dem Amtsarzt. Nur Routine, will hat er gesagt, nur Formsache. Aber ich kenne den Fuchs schon vom letzten Mal. Ach, mach dich doch nicht verrückt, Vater. Du bist doch gesund, dir fehlt doch nicht. Natürlich bin ich gesund, aber weiß man, was die alles mal im rausfinden? Nie habe ich was an der Galle gehabt, aber ausgerechnet heute mit einmal so einem Druck. Vielleicht hast du rasch kaltes Bier getrunken, was weiß ich. Dann das Rollen in der linken Schulter. Natürlich habe ich Schmerzen. Ich habe überhaupt immer Schmerzen. Ja, nun schauen Sie mich mal nicht so an wie ein verwundertes Reh. Reh ist gut. Blutdruck 180 zu 100. Bisschen hoch, Herr Wilde. Aber das kriegen wir hin. Zeigen Sie mir mal Ihre Beine. Ja, hochkrempeln. Noch höher. Wollen Sie mich als Tanzgirl engagieren? Nee, mit den Krampfadern ziehen Sie sich mal an. Wie lange stehen Sie denn so in Ihrem Steuerhaus am Haspel? Och, die paar Stunden. Ich weiß, die paar Stunden. Die paar Zigarren, die paar Schnäpse. Ich kenne euch Brüder doch. Wo haben Sie denn nun Ihre Beschwerden oder Schmerzen?
In Ordnung, Herr Doktor. Ich bin kerngesund. Au! Oh. Was war das? Das war gemein. Nein, das war die Leber. Aber meine Augen sind auch noch gut, Herr Doktor. Ich habe noch nie eine Brille gebraucht. Und ich höre auch gut. Essen und Trinken schmeckt. Ich habe guten Schlaf und prima Verdauung. Und Sie wollen mir die ganze Bude zusammenschlagen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie ein alter, klappriger Mann sind, nicht wahr? Wer hat das gesagt? Der Färber von der PTG, nicht? Na klar. Vor seinem gewalttätigen Menschen wie Sie hat man mich doch gewarnt. Aber nun zur Sache, Herr Wilde. Sie sind ein absolutes körperliches Wrack. Geistig behämmert, moralisch verkommen. Aber ich kann Ihnen gratulieren. Ihnen fehlt gar nichts. Na wirklich, absolut nichts. In der Form, Herr Kapitän, können Sie Ihr Patent noch ein paar Jahre lang behalten. Das ist ein Wort, Herr Doktor. In Gottes Namen. Na, Trutchen, hast du Angst? Lass dich auf, da wirst du leichter. Oh, Jochel, na, hast du noch nicht ausgeschlafen, nicht? Setz dich mal gleich vorne hin, dass du nicht einschläfst. Ah, Lisbeth, auch mal wieder da. Moin. Morgen, Herr Pastor. Morgen. Morgen, Herr Pastor. Du beeil dich mal. Herr Pastor. Wir müssen an der Ruhrmündung noch ein paar Seelen einfangen. Dauert aber lange. Vielleicht fährt er heute eine andere Tour. Was sagst du? Vielleicht fährt er heute eine andere Tour. Mensch, kannst du nicht mal dein Kind beruhigen? Das ist ja fürchterlich. Hey, Ludwig. Fritz, die Heidensöhne. Wollt ihr nicht zur Messe kommen? Nee, du, wir gehen zum Fußball. Heute spielt Hamburg gegen Borussia. Gegen Borussia? Die haben doch beim Hinspiel 1-3 verloren. Habt ihr heute den Bock umstoßen? Weiß nicht recht, schweres Spiel. Fahr, fahr mal da Backbord rüber. Da sitzen noch ein paar Figuren. Hey Kumpels, kommt rüber! Ich hab noch mal schöne Plätze frei. Was ist das? Noch hier immer noch. Wir haben gute Tage auf heute. Rot von der Hafe mit gratis Bier im Schien. Gemein. Bier im Regen noch? Nein. Sag mal, wir sind hier. Mensch, we zijn helemaal verkeerd, man. Dat is het leger des Heils. Kom, kom eens terug. Ja. Nee, zet ze euch mal hin. Gleich fängt die Heilige Messe an. Heilige Messe? Aber wir sind vom anderen Verein. Was seid ihr? Wir sind Protestanten. Ja, das ist mir und dem lieben Gott ganz schnurzegal, was ihr seid. Setzt euch hin und singt mit. Na, ja, das ist allemal neu. Na, endlich, da kommt er. Noch in das Kissen geschissen. Was? Bitte. Hey, da ist Onkel Bruno. Ne? Bleib schön hier. Ne? Warte. Wo ist denn Opa? Seid ihr allein an Bord? Auf dem Kirchenboot, zur Sonntagsmesse. Aha, na, dann werden sie auch nötig haben. Tag, Onkel Bruno. Was ist mit dem Mofa hier? Tja,
Was ist denn mit dem Mofa hier? Gefällt's dir? Für mich? Mhm. Ein Stück ist ein Hammer. Danke, Onkel Bruno. Nicht von mir, ist von deinem Vater. Ich schenk's dir fürs Schulschiff. Ich hab's nur besorgt. Vater? Mhm. Pass mal an. Wir haben telefoniert. Er ist in Basel mit der Britannia. Mensch, Christa, guck mal. So ein schönes Mofa. Eine tolle Idee von Vater. Jetzt habe ich auch so ein Ding. Na, siehst du. Da. Danke. Hm, und du? Ich hab doch was für dich. Wo hab ich's denn? Ja, wo hab ich's denn? Ah! Da! Da, ja. Na, ist das was für dich? Danke. Hm, bitte. Hörst aber nicht gleich auf, ne? Mhm. Tja, das war's eigentlich. Ich hau gleich wieder ab. Tschüss. 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 Ich fahr nach Leutesdorf. Ich hab eine ganze Woche. Mhm. Zu der auch. Ich hab eine ganze Woche Schicht frei. Zu der Petra, was? Ja. Du. Komm mir da nicht in die Quere, ha? Ist absolut nicht deine Kragenweite. Freunde, Fahrensleute, Schiffer, Frauen und Matrosen. Nach diesem prächtigen Lied, einige haben allerdings ganz grässlich gesungen, möchte ich einem jungen Erdenbürger unserer Schiffergemeinde im Namen Gottes das Sakrament der Taufe erteilen. Hennes Schöpf und Maria Schöpf, geborene Steffen, erhebt euch und kommt mit eurem Sohn zu mir. Wir? Na, nun kommt doch schon. Nee, das Würmchen ist doch schon getauft vor 3 Wochen in der Clemenskapelle bei Bingen. Ja. Wie, da seid ihr nicht die Schöpfens von der Grüntal? Nee. Nee? Nee? Das sind wir. Wie, und wo ist euer Baby? Ich hab kein Baby. Ich hab meine Walter, weil der nur schon 7 Jahre alt ist und er immer nicht getauft. Willst du einfach da oben rauf? Rauf und wieder runter, oder bist du nicht schwindelfrei? Ready for takeoff! Bitte anschnallen, meine Damen, und das Rauchen einstellen. In wenigen Minuten landen wir auf der Festung Ehrenbreitstadt. Was? Wenn sie nicht hängen geblieben sind. Bist du verrückt? Ich habe noch nie eine Nacht mit Mädchen auf der Seilbahn verbracht. Seid ihr nichts Bequemeres an? Mensch, ist das schön, du. Wir fangen bloß nicht an zu singen. Warum ist es am Rhein so schön? Sonst fahre ich gleich wieder runter. Du hältst mal nichts von Romantik. Nee. Vater Rhein kenne ich zu gut. Da unten ist bloß noch Drecksbrühe. Aber wenn ich drüben den Königsstuhl sehe, das deutsche Eck, da kommen mir gleich die Tränen. Aber nicht vor Rührung. Nee. Da
denke ich an die Pionierkaserne Bubenheim. Da habe ich lausige anderthalb Jahre Bundeswehr abgerissen. Na komm, Schatz, drüben gibt's einen guten Rotwein. Du, aber nicht so lange. Ich muss morgen schon wieder früh raus. Werd dich schon rechtzeitig wecken. Vogel Manfred. Hier, Interfracht Wesel, 18 Jahre. Ja. Wilde Nikolaus. Hier, MS Franziska, 17 Jahre. Hier. Ziegler Werner. Hier, Alba-Reederei, 18 Jahre. Danke. So. Ja. Kapitän Weiß, alles klar. Danke Ihnen, Herr Haas. Ja, nun hört mal zu, Jungs. Ihr werdet jetzt unten im Logis untergebracht. Damit ist also das Schulschiff hier für 10 Wochen euer Zuhause. Und ich erwarte, dass ihr euch diszipliniert in die Bordordnung einfügt. Ich hoffe, dass wir gut zusammenarbeiten und dass ihr einen prima Lehrgang werdet. Ja, jetzt erstmal Schluss. Geht jetzt runter ins Logis, baut eure Betten, richtet euch mit euren Sachen ein und zum Mittagessen sehen wir uns dann hier wieder. Ja, dann wird ja. Fleisch, ne? Was ist das denn hier für ein Laden? Hast du noch einen Platz frei? Wenn du an musst, du Gartenzwerg. Musst du aber Oberbett nehmen. Oder hast du eine schwache Blase? Wieso? Ja, ich hab das nicht so gerne, wenn hier nachts einer dreimal vom Bett runterturnt. Also willst du oder willst du nicht? Du erzählst einen ziemlichen Scheiß. Und das mit dem Gartenzwerg kannst du dir auch schenken. Ich heiße Nico Wilde. Sehr angenehm, Manfred Vogel. Und damit du es gleich weißt, Jugendmeister im Weltergewicht. Boxen? Meinst du Murmelspiel? Auswahlstaffel vom Niederrhein. So ein feiner Pinkel, weißt du? Quatsch. Na, ziemlich eng hier. Aber ich hab nicht viel. Zahnbürste, ein paar Krimis und ein Flachmann. Wird schon reingehen. Raus, ne? Ab und zu. Danke. Wie lange fährst du jetzt? Halbes Jahr erst. Reedereiverband? Mm-mm. Partikulier. Partikulier ist scheiße. Hast zu wenig Freizeit. Stimmt nicht. Habe ich immer gehabt. Außerdem lernst du da mehr. Ich bin auf dem Koppelverband. Bei Interfracht. Aber ich will da nur meinen Matrosenbrief machen. Dann fahre ich zur See. Geht alles klar, Jungs? Räumt doch mal die Koffer hier weg. Was ist denn hier los? Bist du wahnsinnig? Rauchen im Logis? Jetzt mach aber die Zigarette aus, sofort! Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Aber jetzt weißt du es, oder? Wenn ich hier unten noch mal beim Rauchen erwische, das gibt dann 3 Bordwachen. Damit das gleich klar ist. Verstanden? Gut. Siehst du, deinen ersten Anschiss hast du schon weg. Hier wird die Kelke even. Moet je kijken bij de smeerboel. Ga ik gewoon weer opnieuw wassen. Ah, de roerpot. Dat is net als bij ons in Rotterdam. Dan moet je naar Amsterdam komen. Schrikkelijk. Hier, moet je kijken. Zie. Thank you.
Das heißt, wenn alle drei Lichtbalken im oberen Feld aufleuchten, dann befindet sich unterhalb Oberwesels ein zu Tal fahrender Schubverband. Und der zu Berg fahrende Schiffführer muss dem Talfahrenden genügend Platz für eine Begegnung lassen. So wird also auf den unübersichtlichen Krümmungen des Rheinstroms die Schifffahrt hier auf der Gebirgsstrecke zwischen St. Goar und Oberwesel, genau wie der Straßenverkehr durch Ampeln, durch diese elektronisch gesteuerten Lichtzeichen geregelt. Prägen Sie sich also bitte diese Lichtzeichen und Signale genau ein. Verkehrslehre gehört später zu Ihrem Prüfungsfach. Und was ist bei unsichtigem Wetter, wenn man die Warschauposten nicht sehen kann? Dann erfolgt Verständigung über Rheinfunk, Kanal 10. Wer verständigt wen? Der Bergfahrer ruft den Warschauposten oder direkt den eventuellen Talfahrer an. Herr Vogel und Herr Wilde, Sie fahren jetzt bitte diese Strecke auf dem Simulator. So, Sie sind jetzt Rudergänger auf dem Motorgüterschiff Rhein. Fahren Sie bitte mit 300 Umdrehungen zu Berge. Also Top-Laterne, grüne und rote Seitenlaternen und weiße Hecklaternen, okay. Wo sind wir denn hier eigentlich? Hier, dieser kleine weiße Punkt hier. Das ist der Standort unserer Radarantenne. Und dieser weiße Strich, hast du gesehen? Das ist Vorschiff-Echo. Signal vom ersten Talfahrer hier. Gib Antwort. Motorgüterschiff Rhein, was waren das für Töne? Zweimal lang. Das wird der Entgegenkommen aber für zweimal kurz verstanden haben. Bitte geben Sie das Signal noch einmal. Sag mal, kommst du damit klar? Womit? Na, wie das funktioniert? Na, so ungefähr. Ich blick da nicht durch. Jetzt bin ich bestimmt schon dutzendmal die Strecke durchs Gebirge gefahren. Aber auf die Lichtzeichen habe ich nicht geachtet. Interessiert mich auch nicht. Mensch, warum bist du denn in der Schifffahrt? Das ist ein Job. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt hier 10 Wochen lang den Schulkram mitmachen soll, dann mache ich bald eine Fliege. Mensch, schon mal, Schule ist Pflicht. Die wollen nicht zurück, wenn du Pech hast, sogar mit der Polente. Mich? Die Bullen? Wenn ich nicht will? Und heute nach Feierabend. Da hauen wir erstmal ab, gehen einen saufen. Ich kann nicht. Tagesraumdienst. Ach du Scheiße. Oh, okay, geh mal lang. Also sag mal, pumpst mir deinen Mofa? Nee, du. Das ist fast neu und da bin ich praktisch noch gar nicht selber mitgefahren. Ja und? Fang nicht die Tour an, Kleiner. Du pumpst mir die Karre und ich guck mal, ob ich hier eine dufte Kneipe aufreißen kann, okay? Paul, neue Reise, wir müssen losmachen. Wohin? Lecker rauf nach Heilbronn, 1000 Tonnen Kohle. Ich wollte gerade in die Stadt einkaufen. Geht nicht mehr, Mädchen. Mensch, wie hast denn das gemacht? Ich hab den Gellert von der Hoffnung aufs Kreuz gelegt. Der war noch am Telefonieren, da habe ich schon bei der PTG angenommen. Und auf der Rückreise nehmen wir noch Industriesalz mit nach Wesseling. Nicht schlecht. Warte mal, nach Heilbronn, dann wieder zurück nach Wesseling und dann wieder nach Duisburg. Das dauert mindestens 12 bis 14 Tage. So lange, wir müssen schneller sein, Paul. Na und Nico, willst du nicht lieber Matrosen mit aufs Schiff nehmen? Keine Zeit mehr dazu. Ich kann doch auch mal einen Tag am Haschbuch stehen. Na siehste. Also mach das Schiff klar, ich bestell noch das Bunkerboot und hol die Papiere. Wo landen wir denn? Falls um Not! Ja, man, fahr mir die Karre nicht in den Klump, ne? Hat mir mein Vater gerade geschenkt. Hm, stellt sich an wie eine Jungfrau beim ersten Stich. Also. Wir verlieren aber nicht. Und schließ wieder fest, ne, wenn du nach Hause kommst. Okay, Kleiner. Ach du, kannst mir mal 10 Mark leihen? 10 Mark? Piss dich nicht an, kriegst nachher wieder. Ich hab mein Geld in der Koje gelassen. Okay, danke. Also. Tschüss. Und futz mal schön. Junge, du bist doch hier die Bordwache, nicht? Ja. Hör mal gut zu. Du bist dafür verantwortlich, dass kein Unbefugter hier an Bord kommt. Wir haben hier nämlich eine Strichliste. Siehst du, ne?
Und zwar über den gesamten Lehrgang. Wer bis 22 Uhr kommt, den hakst du einfach ab. Wer nach 22 Uhr kommt, der muss ja klingeln und dann sehe ich ihn. Dann gibt es leider 3 Bordwachen. Ist doch klar, ne? Wollen wir nicht den Leuten noch festmachen und Feierabend machen? Hält uns nur auf. Solange es hell ist, fahren wir durch. Vielleicht kommen wir bis bei. Siehst du was? Nee, gib mal ein Signal. Doch, jetzt haben sie uns gehört. Martha steht am Fenster und Bruno. Vielleicht ist Gott zu, der überhaupt noch eine Wohnung in Duisburg hat. Vater wie immer am Hass. Liegt aber schön tief und macht gute Fahrt, ne? Da hat er doch recht gehabt, das Überholen der Maschine hat sich gelohnt. Na komm, altes Mädchen, mach uns was zu essen. Willst du denn nicht auf wollen längerisch warten? Nee, Petra hat Spätdienst doch. Bleibst du also heute hier? Mhm, vermutlich. Ja, dann. Du, sag mal, Bruno, das Mädchen, die Petra, willst du die heiraten? Heiraten? Wie kommst du denn da? Nicht? Warum bist du noch zu retten? Warum soll ich denn heiraten? Ja, sag mal, meine, mich geht's ja nichts an, ihr seid schließlich erwachsen, aber wenn ihr hier so zusammen seid, dann lebt ihr doch so wie Mann und Frau. Ja, Manns, passt du auf. Ach, du Bruno, das sag ich dir, die Petra, das ist ein so nettes, ein so liebes Mädchen. Ah, ja, sie ist lieb, sie ist nett. Sie ist eins von meinen besten Stücken, die ich hier hatte, aber heiraten, Martha. Stell dir doch mal vor, ich habe eine 14-Tage-Schicht am Schuhmann, hab zu Hause eine junge, hübsche Frau sitzen. Nach einem Jahr setzen wir da solche Haare auf, dass mir nur noch die Tränen kommen. Ach komm. Nee. Ich bin kein Mann zum Heiraten. Na, du kommst vielleicht doch schon? Da bin ich. Hab meine Dienstzeit getauscht. Kann ich später nachholen, wenn du wieder unterwegs bist. Prima. Wo fahrt ihr denn? In der Stadt war nicht viel los. Doch, wir waren. Genau. Schön. Sag mal, hast du Manfred gesehen? Welchen Manfred? Den Großen aus meiner Kuhle. Keine Ahnung. Oder? Oh, ich bin noch Fernsehen, Nachrichten hören. Tschüss. Weil. Du stehst denn hier noch rum? Geh doch pennen. Ist erst 20 vor 10, ist doch noch früh. Da ist ein Kurzer drin. Das Kabel muss erneuert werden. Ich hol mal Werkzeug. Guck mal, da ist die Britannia mit Brüderchen aus Basel. Ruf sie mal an, vielleicht kriegst du noch einen zweiten Kanal. Nee, bis ich zum Steuerstuhl komme, die erwische ich nicht mehr. Die fahren zu schnell. Ich bin mal gespannt, ob der Herr Kapitän seinen Nico auf dem Schulschiff besucht. Hat der keine Zeit zu. Wenn er nicht fährt, muss er an seiner Villa bauen. Mensch, gerade noch geschafft. Die wollten eben dicht machen. Na, schön geputzt. Ja. Und du? Eine große Sache. Hab ein duftes Lokal entdeckt. Grüner Hahn. Ganz in der Nähe vom Markt. Ungeheurer Bums. Ach so. Deine Schlüssel und die 10 Mark. Danke. Ist nicht gebraucht? Nee. Da war so ein Typ in der Kneipe, der wollte unbedingt mit mir knobeln. Aber das macht er nicht nochmal. 16 Eier habe ich ihm abgenommen, noch 4 Lagen dazu. Oh Mann, ey. Tja, wenn mir einer mit krummen Touren kommt, da kenne ich noch bessere. Und du hast sicher die ganze Zeit hier Schiss gehabt, dass ich mit deinem neuen Mofa abhaue, stimmt? Ach Quatsch, Mann. Weißt du, Kleiner, eigentlich bist du kein Kumpel für mich. Nee, ehrlich, du bist so... Du lässt dir alles gefallen, auch von mir. Brauchst noch eine gehörige Portion Pfeffer in den Arsch. Aber lass mal, Kleiner. Dich kriegen wir schon groß. Wo kommst du denn eigentlich her? Der Miss Franziska. Schiff von deinem Alten? Nee, der fährt bei der KD. Als was denn? Kapitän. Fährt die Britannia. Was denn? So einer? Mit Mütze und Lametta? Hört endlich auf zu quatschen. Wir wollen pennen. Halt die Klappe.
Das schmiert dir einer Pinste bis übermorgen. Also bei der KD. Ah, jetzt wird mir manches klar. Na dann, gute Nacht. Nacht. Und morgen oder Freitag? Da ziehen wir erstmal richtig los. Klar? Wohin? Wohin? Einen grünen Hahn natürlich. Wir müssen nur irgendwas mit den Badwachen organisieren. Wieso denn das? Na, in dem Laden geht's jetzt so richtig um 10 Uhr los. Weiber und so. Mensch, da komme ich doch gar nicht rein. Bin doch noch keine 18. Lass mich mal machen. Hast du schon mal was mit Weibern gehabt? Klar, Mann. Ehrlich? Naja, so richtig noch nicht, ne? Spätzünder, was? Naja, dann wird's höchste Zeit. In Gottes Namen, auf hier und auf! Alles klar. Wir nehmen Rose mit. Rose? Der lange von der anderen Gruppe. Der kennt einen von der Wache. Der lässt mich rein, wenn es spät wird. Rose sagt, wir nehmen ein Taxi. Doch von mir aus. Okay. Da, Rose? Scheiße. Läuft nicht. Warum nicht? Gerade heute hat der Haas die Wache wechseln lassen. Konnte ich ja nicht ahnen. Dann läuft's eben anders. Vielleicht sogar viel besser. Hast du eine Idee? Wir gehen einfach erst vom Bord, wenn der Laden dicht ist. Na, wie denn? Das lässt mal meine Sorge sein. Nicht verzagen, Vogel fragen. She's crazy.
like food. Mach nochmal drei Bier und drei Klare, ja? Aber wie alt ist denn der Kleine eigentlich? Ja? 35, sieht man doch. Familienvater. Ja, mir ist egal. Aber wenn eine Kontrolle kommt, seid ihr dran. Ach, mach keinen Wind, Dicker. Na Jung, war was los? Alles klar, alles an Bord? Jo, alles da. Sag mal her. Na schön, dann hau du dich jetzt auch mal hin. Ich geh noch mal unten durchs Logis. Jo, dann mach. Na. Bleib doch mal hier! Ich hab keine Zeit. Sei lieb zu unserem Baby. Setzt euch rüber an den Tisch, dann komm ich und bring euch was. Komm, wir gehen rüber an den Tisch. Nico, nimm dein Bier mit. Nein, das bleibt hier. Mach den Jungen doch nicht fertig, ihr seid richtig gemein. Verrückt. Guck dir die Elsie an. Eine richtige Schiffsjungentaufe hat sie noch nicht erlebt. Bist du scharf auf den Kleinen? Nimm ihn an eine Brust, ich schenke ihn dir. Scheißkerle, seid ihr, du hältst doch mehr. Du willst nehmen mit ihm? Auf die Couch im Kellnerzimmer. Ich kann doch gar nicht mehr stehen. Ganz kaputt habt ihr den gemacht. Wieso kaputt? Der ist doch noch gut zu gebrauchen. Aber pass auf, der ist noch nicht aufgeklärt. Verstehe ich nicht. Die sind um 9 Uhr an Bord und seitdem sind sie nicht mehr raus. Dann hast du gepennt. Nee, das kann nicht sein, das hätte ich letztlich gemerkt. Diese Banditen kommen doch immer wieder mit einer neuen Tour. Bei jedem Lehrgang lerne ich noch was hinzu. Verstehe ich nicht, wo sind denn bloß runter? Ja, ja, dann komm mal mit. Wollen wir sehen, ob ein Nachen fehlt. Ja. Und übrigens, Mund halten. Ich will nicht, dass die Geschichte rumkommt. Bleibt unter uns. Ja, klar. Wie heißt du? Sabine. Sabine. Aha. Bin ich gut? Bin ich immer gut? Oh, ihr seid nicht von hier, was? Nee, ich fahre einen Holland-Container und mein Kumpel wird ein Tanker. Ein Schmelzer, wa? Ein Schmelzer. Mensch, Mädchen. Ich bin der Herr Krupp. Aha. Und das ist der Herr Thyssen. Oh, das habe ich mir gedacht. Sehen die zwei auch aus. Uschi. Uschi. Hey, Willi ruft. Ach, lass ihn doch rufen, den Ollenbock. Ja, wer ist denn das? Willi, die Uschi hatte mal was mit dem. Jetzt greife ich sie mir aber. Bleib hier. Bleib hier. Hörst du nicht mehr? Was? Unten weg. Mit mir nicht geil. Die Polizei angerufen, wir müssen abhauen. Lass doch die Bullen kommen. Nix. Nix. Nico, wir kriegen nur Ärger, der liegt warm. Mensch, das Boot ist weg. Wie weg? Abgetrieben? Er hat's doch festgezurrt. Dann haben die an Bord was gemerkt. Was denn jetzt? Über den Landsteg und Klingel? Nee, das ist mir zu dämlich. Hilft nix. Klamotten aus und rüberschwimmen. Ach du dickes Ei. Nico hat's gut. Der ist besoffen und liegt bei Elsie.
Ah, da sind sie ja. Ziemliche Drecksbrühe hier im Hafen. Ich glaube, das Beste ist, ihr geht erstmal unter die Dusche. Tut uns leid, Herr Haas. Wir wollten nur noch ein Bier trinken. Ja, ja, hör auf, mein Junge, hör auf. Ich war selber mal Schiffsjunge. Aber oft über den Zacken gewichst. Erzählt mir also bloß keine Märchen. Und die Schliche nachts mit dem Boot abzuhauen, die kenne ich auch. Also macht, dass ihr runterkommt. Und was ihr euch heute eingebrockt habt. Darüber reden wir morgen, klar? Moment mal. Ihr wart doch drei. Wo ist denn der Dritte? Der Dritte? Ja, mit dem können Sie wohl von morgen früh nicht rechnen. Was soll denn das heißen? Noch Mattscheibe, was? Was ist denn eigentlich los? Wo bin ich denn hier? Bei mir, Schätzchen. Ich habe dich abgeschleppt heute Nacht. Abgeschleppt? Aber Liebesnacht war es nicht, brauchst du dich nicht einzubinden. Du warst voll wie 1000 Mann. Wo sind meine Kumpels? Feine Kumpels hast du. Erst machen sie dich besoffen und dann lassen sie dich in der Suppe liegen. Soll ich dir Haschen Kaffee machen? Nee, nee, danke. Wie komme ich denn hier vom Westen zum Schulschiff? Wenn du zum Fenster rausguckst, kannst du es fast sehen. Weil wo das erste Mal so eine Sause, was? Mhm. Und im Bett? Viel los war da aber auch noch nicht, hm? Naja. Aber ich möchte noch Danke sagen, dass Sie, dass du... Bitte schön, der Herr. Und wenn du in Form bist, kommst du mal wieder, hm? Zur Elsie vom grünen Hahn. Mhm. Also Jungs, heute Nachmittag Probe 1. Zum Nachenfahren, Gruppe 2 zum Knoten und Spleißen. Hier im Arbeitsraum, klar? Morgen, Herr Haas. Morgen, Kapitän. Moin, Jungs. Moin. Na ja, Haas, wie kommen Sie denn mit dem neuen Lehrgang zurecht? Sehr gut. Läuft alles? Ja, selbstverständlich, wie immer. Die Jungs sind prima. Keiner unterwegs gewesen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie wissen doch, ich kontrolliere doch immer noch mal nach, ob alles zu Hause ist, dann nicht? Allerdings, wir haben drei Mann, die würden ganz gerne freiwillig Außenboards abwaschen. Das ist auch Arbeit, ich weiß das. Aber es macht Ihnen Spaß. Wollen wir Ihnen nicht die Freude gönnen, Kapitän? Geht in Ordnung, Herr Haas, wie Sie denken. Und guten Morgen. Morgen. Also Jungs, ab durch die Mitte. Guten Morgen. Hallo Nico! Mann Nico! Morgen, ja. Morgen. Geh schon mal rein, wir sprechen uns später. Na Vogel, hat's eingeschlagen? Wow, genau auf den Punkt. Der Kleine macht sich. Ich schätze, den kriegen wir groß.